Herr Schneider, ich bin jetzt dran. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Kolert, Sie als Frauensenatorin haben leider wieder einmal die Chance hier verpasst, die Mitarbeiterinnen in den Frauenprojekten tarifgerecht zu bezahlen. Die meisten von Ihnen arbeiten nahezu in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Das gehört zur Wahrheit. Im Frauenetat gibt es jeweils 2016 und 2017 eine 2-prozentige Erhöhung. Damit soll Vorsorge für Tarifangleichungen und Tarifsteigerungen für alle Mitarbeiterinnen der Frauenprojekte und die allgemeine Kostensteigerung abgedeckt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist doch absurd. Es kann bei einer 2-prozentigen Steigerung keine Rede von einer Angleichung an den Tarif sein. Dieser Betrag deckt nicht einmal die aktuellen Tarifsteigerungen im Zuwendungszeitraum. Die Projektfinanzierung hat sich Jahr für Jahr weiter von den Tabellenwerten des TVL, dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, entfernt. Die Finanzierungslücke ist kontinuierlich gewachsen. Die Umsetzung des TVL in den Projekten erfordert deutlich mehr Personalmittel als bisher. Die Kosten für die Sachmittel steigen ebenfalls kontinuierlich. Es stellt sich hier die berechtigte Frage, wie die Umsetzung der Tarifanpassung hier erfolgen soll. Darauf müssen Sie eine Antwort geben. Und wie soll perspektivisch sichergestellt werden, dass die Arbeitsplätze in den Frauenprojekten tarifgebunden sind? Die von Ihnen angesetzte 2%, liebe Frau Cibora, sind Sand, den Sie in die Augen der Mitarbeiterinnen der Frauenprojekte streuen, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Regierungskoalition, und nicht mehr und nicht weniger. Das muss man hier auch noch einmal gesagt werden, weil Sie sich hier so gerne mit Ihrem Haushalt abfeiern. Ja, im Jahr 2014 hatten die Projekte des Berliner Frauennetzwerks bereits einen erforderlichen Mehrbedarf für die tarifgerechten Bezahlung der Mitarbeiterinnen von 600.000 Euro geltend gemacht. Wir haben in unserem Antrag eine 20-prozentige Erhöhung des Frauenetats gefordert. 10% sollen die Tarifsteigerungen decken, die anderen 10% sollen verwendet werden, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Das umfasst insbesondere eine Angebotserweiterung für Flüchtlingsfrauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Kolert, eine weitere Finanzierungslücke wurde ja hier angesprochen, kurz gibt es im Antigewaltbereich. Wie Sie wissen, sind die Kapazitäten der Frauenhäuser erschöpft. Aktuell gibt es in Berlin 439 Plätze in Frauenhäusern und Zufluchtswohnungen. Allein im Jahr 2012 konnten mehr als 208 Frauen hilfesuchende Frauen überhaupt nicht vermittelt werden. Seitdem steigt die Zahl stetig. Frau Cibora hat von 900 gesprochen. Doch statt mehr Plätze zu schaffen, werden weniger Plätze ausfinanziert. Frau Kollegin, einen kleinen Moment bitte. Meine Herrschaften, es sind wieder Parallelgespräche im Raum. Bitte gehen Sie doch nach draußen und hören Sie dann sonst der Rednerin zu. Danke. Vielen Dank. Im zweiten Frauenhaus sind es von 60 vorgesehenen Schutzplätzen nur 56 regulär finanziert. 4 Plätze, die wir dringend hier benötigen, werden nicht ausfinanziert. Wir hatten bereits in unserem Antrag gefordert, dies zu tun. Sie haben es einfach abgelehnt, Frau Cibora. Wir brauchen dringend mehr Frauenhausplätze, geben Sie auch selber zu. Wir brauchen sie mehr denn je, denn wir müssen die Frauenhäuser der aktuellen Entwicklung unserer Stadt anpassen. Es ist offensichtlich, dass in den nächsten Monaten der Bedarf auch stetig steigen wird. Diese Nachfrage wird geben. Ich weiß aus mehreren Flüchtlingsunterkünften, dass dort Frauen leben, die in ihren Herkunftsländern Gewalt erfahren haben und auch Gewalt weiterhin erfahren. Diese Frauen brauchen Schutz, aber werden aufgrund der Vollbelegung in den Frauenhäusern abgewiesen.
Und es ist auch kein Geheimnis, dass es auch schlimmer wird. Ich will ja auch nicht den Teufel irgendwie an die Wand malen, aber eines ist gewiss, dass die Situation noch sich verschärfen wird. Und dem wird dieser Haushalt ganz und gar nicht gerecht, meine sehr verehrten Damen und Herren.